der NPD die Frage 1 zu stellen. Frau Ministerin, aus welchen konkreten Gründen wurde ein mutmaßlicher Sexualstraftäter am 12. Juni 2013 trotz Eröffnung des Hauptverfahrens vom Landgericht Schwerin gegen Meldeauflagen freigelassen? Herr Abgeordneter, das Landgericht Schwerin hat mit Beschluss vom 12.06. dieses Jahres die Anklage der Staatsanwaltschaft Schwerin unter anderem wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung in einem besonders schweren Fall zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Die Eröffnung des Hauptverfahrens setzt voraus, dass das Gericht bei vorläufiger Tatbewertung eine spätere Verurteilung des Angeklagten für wahrscheinlich hält. Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob Gründe für die Anordnung der Untersuchungshaft vorliegen und ob gegebenenfalls der Vollzug eines Haftbefehls ausgesetzt werden kann. Das Landgericht Schwerin hat insoweit mit gesondertem Beschluss vom selben Tag den Vollzug des Haftbefehls ausgesetzt und dem Angeklagten unter anderem die Weisung erteilt, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden und es zu unterlassen, Kontakt jeglicher Art zu der mutmaßlich Geschädigten zu suchen, zu unterhalten, sich in ihre Nähe zu begeben oder sich in ihrer Nähe aufzuhalten. Das Gericht hat die Auffassung vertreten, dass durch die erteilten Weisungen die Gefahr, der Angeklagte könnte sich dem Verfahren durch Flucht entziehen, sowie der Wiederholungsgefahr begegnet werden könne. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat diesbezüglich eine andere Auffassung vertreten und Beschwerde eingelegt. Das Oberlandesgericht Rostock ist der Auffassung der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat am 14.06. den Beschluss des Landgerichts Schwerin wieder aufgehoben. Der Angeklagte befindet sich seit dem 14.06. wieder in Untersuchungshaft. Eine Zusatzfrage, Frau Ministerin. Aus welchen Gründen hat die Anwältin des Opfers dann ein Schreiben erhalten, dass die Frist zwischen Verhaftung und Verfahrensöffnung nicht eingehalten werden kann? Da muss ich Sie korrigieren. Die Opferanwältin hat ein Schreiben erhalten und da wurde angefragt, was sie davon hält, wenn der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde und zur Begründung hat die Kammer angegeben, eine hohe Belastung. Gut, noch eine Zusatzfrage. Es liegt also konkret keine Entlassungsgründe vor, weil eine Frist versäumt worden ist. Richtig. Gut, danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Ministerin, mit welchen konkreten Maßnahmen will die Landesregierung der ausufernden Vergabe von prekären, zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen in der Staatskanzlei, den Ministerien und den nachgeordneten und nachgeordneten Behörden begegnen? Herr Abgeordneter, ich könnte mir die Beantwortung dieser Frage leicht machen und antworten: Es gibt keine ausufernde Vergabe von zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen in der Landesregierung. Ich will mir aber die Mühe machen und diese Aussage auch unterlegen. Ich gehe davon aus, dass die Grundlage Ihrer Frage ein Zeitungsartikel war, in dem berichtet wurde, in der Landesregierung wären 1.535 Personen befristet beschäftigt. Diese Zahl kann ich bestätigen. Sie ist im Rahmen einer informellen Umfrage bei den Ministerien und der Staatskanzlei ermittelt worden. Allerdings muss ich widersprechen, wenn Sie von einer ausufernden Vergabe sprechen. Denn diese 1.535 befristet Beschäftigten machen bei einem Personalbestand von aktuell 37.596 Beschäftigten einen Anteil von gerade einmal knapp 4% aus. Zudem sind die Befristungen nahezu ausnahmslos sachlich begründet, etwa durch Schwangerschaftsvertretungen, durch befristeten Ersatz für Langzeiterkrankte oder aber durch Beschäftigung in zeitlich begrenzten EU-Projekten. Und auch wenn ich die einzelnen Gründe hier nicht im Detail für alle Häuser benenne, kann ich Ihnen sehr wohl für meinen Bereich Beispiele nennen. In meinem Geschäftsbereich gibt es genau 93 Stellen, die zum Zeitpunkt der Abfrage befristet waren. Zum überwiegenden Teil waren diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Finanzamt Neubrandenburg beschäftigt und kümmerten sich im Auftrag aller Bundesländer um die Besteuerung der Renten im Ausland. Wie Sie sicher wissen, ist Mecklenburg-Vorpommern diese bundesweite Aufgabe vom Bundestag und Bundesrat zunächst nur befristet übertragen worden. Also gab es zunächst auch nur befristet
einige Arbeitsverhältnisse. Erst Ende des vergangenen Jahres ist die dauerhafte Zuständigkeit endgültig beschlossen worden. Nachdem wir diese Zusage erhalten haben, wandeln wir zurzeit befristete Beschäftigungsverhältnisse schrittweise um. Eine Zusatzfrage, Frau Ministerin. Sie können also ausschließen, dass ein Großteil der 1535 Beschäftigten hätte unbefristet eingestellt werden können oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. Das kann ich ausschließen. Gut, danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Zu welchen linksextremistischen Straftaten kam es wann und wo im Zusammenhang mit der Spontandemonstration am 5. Juni und den nächtlichen Übergriffen in der Nacht in Rostock? Herr Abgeordneter Peter Reit, in der Nacht zum 4. Juni ab ca. 20 Uhr bis in den Vormittag des 5. Juni 2013 kam es in Rostock zu insgesamt 10 Sachbeschädigungen. Die Tatorte befinden sich in den Stadtteilen südlich der Unterwanow, also Hansaviertel, Kröbeliner Torvorstadt, Südstadt, nördliche Altstadt und Steinstadtvorstadt sowie im Stadtteil Dirkow-Neu. Die 10 Sachverhalte werden unter dem Leitvorgang des Landfriedensbruch gemäß § 125 StGB zusammengefasst und als ein Fall politisch motivierte Kriminalität links eingestuft. Habe ich es richtig verstanden? Das ist jetzt, wird als eine Straftat in der Statistik auftauchen. Haben Sie mich richtig verstanden? Wie hoch werden die entstandenen Schäden beziffert, die im Verlauf der Spontandemonstration an den Ladengeschäften in der Rostocker Innenstadt und in der Nacht verursacht wurden? Nach derzeit angemeldeten bzw. geschätzten Umfang der sehr umfangreichen Sachbeschädigung belaufen sich diese auf ca. 20.000 Euro zum jetzigen Zeitpunkt. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit sind wir am Ende der heutigen Fragestunde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt